Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich fahre jetzt mit der Kawasaki ZH2 SE in den Odenwald. Ich habe einen riesigen Rucksack hier auf meinem Rücken, wo mein ganzer Kram drin ist. Und da werden wir jetzt 3 Tage lang mit Kawasaki Deutschland viele wunderschöne Bikes ausprobieren und da schön 3 Tage rumfahren und Spaß haben. Mit dabei sind der Slutty, der Wheelers, Jens Cook, der Derne und natürlich Kawasaki Deutschland mit den Motorrädern. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, dass das Wetter hier so ein bisschen hält. Es ist ziemlich neblig noch gerade und ja, aber ich bin guter Dinger. Hier oben die Sonne, ihr seht es bestimmt, die kommt schon so ganz leicht. Versucht sie sich da durchzuquetschen. Schauen wir mal, was das gibt. Wir machen einen kleinen Cut jetzt hier und wenn wir angekommen sind, dann geht es weiter. Bis gleich, Leute. Tschüss. Ja, und jetzt sind wir auch schon fast angekommen hier in Seilauf. Gleich geht es jetzt hier zum Schlosshotel Weberhöfe. Da treffen wir uns mit Kawasaki Deutschland. Die haben natürlich jede Menge andere Motorräder noch mit dabei. Und ich freue mich auf wirklich ein paar coole Tage jetzt hier. Das Wetter, ihr seht, blauer Himmel, Sonnenschein, wunderbar, hat mitgespielt bis jetzt. Ich werde den Rucksack jetzt hier hinten gleich ins Hotel schmeißen und ein bisschen abspecken, denn das war doch schon so ein bisschen anstrengend jetzt. Bin auch ein ganzes Stück jetzt Autobahn noch gefahren, weil irgendwie so richtig Spaß macht es dann doch nicht. Da habe ich mal richtig cool den Tempomat ausprobiert, das war jetzt ganz schön, da kann man so 150 reindrücken. Ich brauche sowas eigentlich ja nicht unbedingt, aber in dem Fall jetzt war es echt mal angenehm, einfach schön entspannt das Bike dann rollen zu lassen. Ja, und da sind wir auch schon angekommen hier. Kawasaki Deutschland ist auch schon da. Ach, das wird gut. Jens Cook ist am Start. Wuhu! Ja, hier stehen schon die ganzen Motorräder. Hey! Auf dem Weg hier zum ersten Spot, wo wir hinfahren. Ich meine, letztlich, die Strecken hier sind alle ziemlich cool. Und wir haben einfach eine Menge sehr, sehr geiler Bikes hier dabei. Und das wird jetzt echt lustig werden. Ja, was haben wir heute dabei? Wir haben hier zweimal die Versus, einmal die Versus S und die Versus SE, wo ich ja schon einige Videos zu gemacht habe. Da werde ich mir nachher nochmal genau anschauen, wie der Unterschied ist zwischen den beiden Bikes, weil ich glaube, der ist wirklich, wirklich krass. Und dann haben wir dabei eine Ninja 650, die so ein kleines bisschen umgebaut ist, aber weitestgehend normal. Und natürlich die Red Z hier vom Slutty vor mir. Da bin ich richtig gespannt drauf, was die damit gemacht haben und wie die sich dann anfühlt beim Fahren. Da werde ich nachher eine Runde mit drehen auf jeden Fall. Dann nochmal zwei ZH2, die rote, die ihr auch schon ganz gut kennt, und die ZH2 SE, mit der ich hergefahren bin. Und hier nochmal eine Ninja H2 SE. Ninja H2 SX SE Plus, also auch mit dem elektronischen Fahrwerk. Und da habe ich mich jetzt als erstes mal drauf gesetzt. Ich mag sowieso irgendwie den ganzen Kompressormotor. Von daher fühle ich mich hier echt wohl drauf.
Ja, ich bin ja vor 2 Jahren schon mal so ein bisschen gefahren, aber so richtig ausgiebig noch nicht. Und das werde ich heute auf jeden Fall tun hier. Vor 2 Jahren war das so, dass ich ja noch relativ frisch überhaupt den Führerschein hatte, war damit auf den Cover Days zur Presseausfahrt und schwupps, welches Bike war noch übrig als letztes? Das war natürlich so eine Ninja H2 SX, die damals rauskam. Und ich hatte echt mega Respekt vor diesem Bike hier, als erstes mit so einem riesen Geschoss hier unterwegs zu sein, mit 200 PS und diesem brachialen Motor. Und aber es war damals schon so, man ist da ein paar Meter damit gefahren und hat sich irgendwie total schnell wohlgefühlt. Und ja, das Bike ist halt auf jeden Fall ziemlich geil. Und mir geht es auch direkt wieder so, dass ich mich hier super wohl drauf fühle. Hat natürlich ein ganzes Stück mehr noch Windschutz hier wie die ZH2. Aber vom Motor her fühlt sich das natürlich alle sehr, sehr ähnlich an und bekannt. Natürlich ist der hier ein bisschen anders abgestimmt. Die dreht ein bisschen höher und kommt oben raus nochmal ein bisschen mehr dann, wo die Z unten heraus schon ein bisschen derber geht. Aber hier sind halt easy 300 drin. Ihr könnt hier halt die Koffer drauf machen, die wir jetzt hier nicht dran haben. Was halt schon einfach krass ist, wenn man mit so einem Bike hier einfach richtig schnell unterwegs sein kann mit Gepäck und so ist und allem drum und dran. Also, wem hier eine Ninja 1000 SX noch nicht genug ist und der noch ein bisschen mehr Leistung möchte, der muss hier zur Ninja H2 SX greifen. Ja, wir waren jetzt an unserem ersten kleinen Spot, wo wir die ersten Videos gedreht haben. Die Ninja H2 SX SE Plus ist einfach ja auch echt ein geiles Bike. Die hat einfach so viel Bums und so viel Druck einfach durch diesen Kompressormotor. Macht mir einfach immer wieder Spaß, mit diesen Bikes zu fahren. Dieses Kompressor-Feeling ist einfach absolut einmalig. Ja, ich bin jetzt umgestiegen, während wir jetzt zum nächsten Spot fahren, auf die Ninja 650. Damit ich noch mal ein bisschen so das Gefühl dafür bekomme und dass da wieder ein bisschen runterkommt und etwas geerdet wird hier von den 200 PS. Macht auch Spaß, das Bike. Wobei ich es ja schon in meinen Testvideos hierzu erzählt habe, dass mir eigentlich der Zweizylindermotor in der Ninja nicht so richtig gefällt, weil für mich die Ninja irgendwie schreien muss. Und wenn die dann hier so unten raus mit dem Zweizylinder rausbobbert, ja, irgendwie fühle ich das nicht ganz so. Aber ich will das deswegen jetzt nochmal hier ein bisschen fahren, das Motorrad, weil wir nachher vom Slutty die Red Z uns mopsen werden. Und ich bin so gespannt, die haben ja mit ja so ziemlich alles umgebaut, was geht. Von Fahrwerk über Bremsen, die komplette Auspuffanlage ist neu. Also das sind so viele Sachen umgebaut und ich bin super gespannt, was das einfach ausmacht im Vergleich jetzt zur 650er Ninja. Also ihr dürft gespannt sein. So, wir sind am Spot Nummer 2 jetzt angekommen. Eine gute Runde Ninja 650 jetzt gefahren. Ja, ist auf jeden Fall auch ganz cooles Bike, geht gut ab, aber ich freue mich jetzt total auf die Z650, auf die rote, die komplett umgebaut ist. Und die werde ich mir jetzt gleich, wenn die gleich wiederkommt, mal schnappen und dann geht's damit mal hier auf die Straße. Wetter hält auch noch, top. Ja, also das ist auf jeden Fall was komplett anderes hier, die Red Z, der Umbau. Kann man in keinster Weise vergleichen mit der Vorgänger oder mit der Serien 650er.
ja, knüppelhart. Die Bremse auch im Unterschied wie Tag und Nacht. Also generell das Fahrgefühl hier ist was völlig anderes. Dazu werde ich nachher auf jeden Fall noch ein Video machen. Das kommt dann auch demnächst. Ein ausführliches Testvideo zu dem Motorrad. Macht auf jeden Fall Spaß. Ob es jetzt ganz so alltagstauglich ist wie so eine Serien 650er, schauen wir mal. Auf jeden Fall speziell. Was auf jeden Fall richtig gut ist, ist das Wetter hier wieder im Odenwald. Ich habe Anfang der Woche wirklich jeden Tag irgendwie in die Wetter-App reingeguckt und dachte, das Wetter wird einfach nur richtig schlecht. Es war Dauerregen irgendwie angesagt fürs komplette Wochenende und generell für die ganzen Tage jetzt hier. Und wir hatten gestern einfach einen super sonnigen Tag, kam perfekt pünktlich, wo es angefangen hat zu regnen, so gegen 6 waren wir wieder am Hotel. Es war den ganzen Tag wunderschön und heute, ihr seht es ja selbst, traumhafte Bedingungen. Nicht zu warm, nicht zu kalt, trocken, geil. Ich freue mich total jetzt auf den heutigen Tag, auf die Fahrten jetzt. Ich werde nachher noch auf jeden Fall mal die beiden Versys vergleichen. Wir haben jetzt hier eine Versys 1000S dabei, also mit dem konventionellen Fahrwerk, und die Versys 1000 SE mit dem Skyhook-Fahrwerk von Showa. Und den Unterschied, den werde ich mir nachher noch mal ganz genau anschauen. Ich fand ja das Skyhook wirklich genial, wie das funktioniert hat. Aber mich interessiert noch mal der direkte Vergleich. Also dazu wird es auf jeden Fall nachher auch noch ein Video geben von mir. Ja, wir fahren es noch ein bisschen und ich melde mich dann gleich später wieder. So, nachdem ich jetzt mit der Red Z hier eine schöne Runde gefahren bin und mein Testvideo gedreht habe, das gibt es jetzt bald an auf meinem Kanal auch, habe ich mir jetzt nochmal die beiden Versys 1000 geschnappt, die Versys 1000S und die Versys 1000 SE, und habe jetzt eben mein Vergleichsvideo dazu gedreht, und da könnt ihr auch sehr gespannt drauf sein, weil der Unterschied von dem konventionellen Fahrwerk der Versys 1000S hier zur Versys 1000 SE, auf der wir jetzt unterwegs sind, ja, der ist schon auf jeden Fall beachtlich, sag ich mal so. Seid gespannt aufs Video. Ich fahre jetzt wieder zurück an unseren Spot am Engländer und dann schauen wir mal, mit welchem Bike ich jetzt gleich noch mal eine Runde fahre. Ja, und die Strecken hier, gerade auch hier in der Ecke, die sind einfach geil. Ich muss echt sagen, wir sind jetzt gestern schon hier ein paar sehr coole Straßen entlang gefahren und eigentlich müsste ich, wie ich schon gesagt habe, viel öfter hier runterkommen, weil die kann man wirklich sehr, sehr schön Motorrad fahren. Ja, ich werde mir jetzt gleich nochmal das ein oder andere Motorrad auch schnappen und noch ein paar coole Bilder hier machen. Spots sehe ich hier ohne Ende. Es ist alles ein bisschen grüner jetzt. Die Natur ist so langsam wieder am Leben. Es ist einfach Frühling, ist einfach so geil, die Jahreszeit. Und gerade jetzt, wo alles so frisch grün ist und die Sonne so ein bisschen durchscheint hier und diese Wolken hier oben am Himmel, es sieht einfach wirklich malerisch aus hier. Und da werde ich noch mal jetzt ein paar Bilder auf jeden Fall auch machen von den Motorrädern, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, hier so viele coole Bikes auf einem Haufen zu haben. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Hotel hier. War sehr, sehr lustig heute wieder. So, es geht zu Ende. Heute ist Tag 3 vom Kawasaki-Wochenende. Hier stehen die wunderbaren Motorräder, mit denen wir unterwegs waren. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich hoffe, ich komme hier trockenen Fußes heim. Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Hab mir einen dicken Rucksack gepackt hier unten. Die Z900 RS, die nehme ich mit. Davon gibt es dann demnächst jede Menge Videos auch. Und natürlich gibt es auch generell jede Menge Videos jetzt von den 3 Tagen, wo wir hier viel, viel gefahren sind und getestet haben. Und ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch.
Und wenn euch das gefallen hat, das Video, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wie gesagt, die Tage geht's weiter mit jede Menge Informationen zu den Motorrädern.